Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo. Ach ja, wir sind zurück in unserem guten alten Kizigo-Reservat. Kizigo? Kizigo? Ich weiß es nicht. Ich müsste mir das mal anhören, wie man das richtig ausspricht. Es ist auf jeden Fall das Reservat. Wir bauen heute das Krokodilgehege und danach bauen wir einen Shop und ein Vivarienhaus. Das ist sehr viel, was heute passiert in dieser Folge. Allerdings haben wir auch ein bisschen Zeit. Ihr seht das ja schon. Das ist ein Speedbuild. Halt nach dem altbewährten Prinzip. Ich mache heute einfach nur ein Speedbuild. Und mache kein, wie nennt sich das? Kein Realtime-Part. Das mal so ganz nebenbei. Aber es macht ja auch gar nichts. Muss man ja gar nicht haben. Jetzt muss ich einmal kurz hier hören, weil ich habe irgendwie keinen Sound auf dem Ohr gehabt. Interessant. Jetzt habe ich welchen. Ist auch egal. Was soll ich sagen? Irgendwas wollte ich erzählen. Genau, wir machen das jetzt und gestern kam keine Folge, denn ich war sehr müde, komischerweise. Und ich kam dann nach Hause, habe dann den Abend vorher auch schon nicht aufnehmen können. Beziehungsweise da habe ich das Speedbild hier gemacht. Es sind zwei verschiedene. Und dann habe ich es einfach nicht hingekriegt, das Video zu rendern und zu kommentieren. Und dann war ich zu müde und dann habe ich erstmal bestimmt 2,5, 3 Stunden geschlafen oder so und dann war es zu spät. Zu spät will ich dann kein Video noch rausbringen. Auch wenn es im Prinzip egal wäre, aber naja, jetzt habe ich es halt so gemacht. Jetzt habe ich es halt so gemacht. Egal. Ich bin mal gespannt, wie das Kitzsiko-Reservat hier aussehen wird. Es ist für mich schwierig, das einzurichten, denn in meinem Kopf möchte ich die ganze Zeit einen Zoo bauen, aber es ist ja halt kein Zoo. Es ist ja halt mehr so ein Wildreservat, Park, Safari-Kram. Und da muss ich halt sehen, wie sich das richtig anfühlt, was smart ist zu machen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das so cool ist, mit den Krokodilen hier durchzufahren durch das Gehege. Hat auch überlegt, ob ich das Krokodilgehege nur so machen kann, dass man da reingucken kann, während man vorbeifährt. Aber jetzt habe ich das erstmal so gemacht und dann müssen wir mal schauen. Eventuell bauen wir das mal irgendwann um. Krokodilgehege ist jetzt auch nicht super schwer abzureißen und neu zu machen, ne? Das mal so ganz nebenbei. Die Tour plane ich jetzt heute dann auch noch ein bisschen weiter. Ich werde allerdings nicht fertig damit und es ist auch schwierig, die richtig doll zu planen, weil ich weiß ja gar nicht, welche Gehege hinkommen und so. Da muss ich erstmal mit klarkommen. Das muss ich erstmal üben. So, Mitarbeiterhütte hier, beziehungsweise Tierpfleger, wie nennt sich das? Futterküche ist da und dann kommt hier nachher noch ein Mitarbeitergebäude hin. Denn die Mitarbeiter wollen nicht den ganzen Weg darüber laufen zu dem kleinen Mitarbeitergebäude und dann kriegen die das hier. Ich versuche hier auch die Safari-Station einzurichten. Den ersten Teil zumindest ist es noch nicht hundertprozentig fertig. Das ist alles nur eine Beta, sag ich jetzt mal. So dass es auf jeden Fall später noch ein bisschen besser wird, ein bisschen besser eingerichtet. Jetzt ist es halt nur ein Afrika-Style-Haus, wo du ein Strohdach hast. Hier ist mir aufgefallen, dass ich die Safari-Tour zu hoch gebaut habe. Und das weiß ich nicht, ob ich das, wie ich die richtig smart hinmache, dass die sich an den Boden anlehnt. Das habe ich jetzt hier gesucht, allerdings habe ich es nicht herausgefunden. Deswegen einfach mal hoffen, dass es besser wird. Dass die Tiere darüber laufen können, weil das wäre echt blöd, wenn es nicht so wäre. Hier baue ich die nächste Station, denn die Leute sollen ja auch aussteigen können. Das ist ja so der, wie nennt sich das, der Plan von dem ganzen Kram, von der ganzen Geschichte. Und dann aber, wenn das dann da ist. Ich glaube, ich baue auch nicht so wirklich viel weiter, genau. Weil da möchte ich dann nochmal eine Station hinmachen und da möchte ich dann auch die, wie nennt sich das, die Bootsstation hinmachen. Die soll da auch sein auf der Ecke. Das Ganze ist noch nicht fertig, das ist alles nur eine Beta, ihr wisst das ja. Es ist, also das mit der Safari-Tour an sich ist ja so, wie es sein soll. Allerdings, die Häuser sind nicht hundertprozentig. So, die Krokodile, denen geht's gut. Und ich glaube, ich baue heute keine Tiere, morgen dann erst wieder. Ich will mir auch ein bisschen mehr Zeit wieder nehmen. Das habe ich gesehen im anderen Projekt, in meinem Danmark Zoo, der übrigens auch in meinem Workshop sehr gute Kritiken von euch bekommen hat. Tatsächlich, einige haben den auch favorisiert. Das freut mich, das macht nur, dass noch mehr Leute den sehen auf Steam. Deswegen, wenn ihr es noch nicht getan habt, eventuell nur als Favorit machen, markieren. Ich weiß nicht, ob man den downloaden muss vorher, aber wenn ihr es mal machen könntet, wäre das schon ziemlich nice. Das Video hier liken habt ihr ja eh schon getan, deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Das reicht ja teilweise auch für mich, wenn ihr das Video hier liked. Und viele kommentieren auch wieder.
Ah, da fällt mir dann auch immer wieder ein, dass ich wieder die Kommentare beantworten muss. Bin so schlecht da drin aktuell. Ich bin so schlecht darin. Aber es ist, jetzt gestern kam dann kein Video und dann wisst ihr auch Bescheid, dass das... Ich weiß nicht, ich bin aktuell sehr, sehr müde. Wird Zeit, dass die Sommerferien anfangen. Und dann, weiß ich auch nicht, dieses ganze... Also unsere Arbeitszeiten haben sich sehr stark geändert hier in dieser... In der aktuellen Situation, möchte man jetzt sagen. Und das hat halt gemacht, dass ich meinen Tagesrhythmus schon sehr kaputt gemacht habe irgendwie. Ich gehe gar nicht so spät zu Bett, also daran liegt es eigentlich nicht. Es ist mehr dieses, wann man arbeitet und wann man frei hat. Das ist mir so das, was kaputt gegangen ist. Naja, so ist das. So ist das halt. Hier jetzt ein kleines Shop-Gebäude in dem Stil, wie ich meine Shop-Gebäude später gebaut habe und was ich viel von euch mir abgeschaut habe bei meinen Zoo-Präsentationen. Und zwar, dass die Toiletten quasi hinten im Hintergrund sind, während die Kaufläden vorne sind. Ja, das finde ich eigentlich immer ganz, ganz cool. Finde ich ganz, ganz nett. Und das ist das Savannengebäude, was hier oben hin soll. Das steht auch ganz gut da. Ich habe dann das mit dem Weg nicht hingekriegt, weil der natürlich zu breit war. Der war natürlich auf 9 Meter gesetzt. Das ist natürlich viel, viel, viel zu viel. Aber so wird's. So passt das auf jeden Fall. Da kommen die Leute dann auch hoch und so und dann passt das auch. Meiner Meinung nach. Hier jetzt ein paar Bänke. Ich glaube, ich benutze tatsächlich die Bänke sehr, sehr viel. Zu viel, möchte man fast sagen. Aber dann, ich weiß es nicht, dann wollte ich die drehen und das sieht auch irgendwie nicht so aus. Ich lasse es jetzt erstmal so und dann schauen wir mal, wie es später ist. Das ist schon relativ witzig zu sehen. Da kommt ja dann noch eine andere Aufnahmesession. Da ist es dann nochmal ganz witzig zu sehen, wie ich das dann besser hinmache. Das mit dem Zaum runter machen ist eine doofe Idee gewesen. Die Krokodile können so ausbrechen. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber die können sich da so rüber glitschen scheinbar. Das ändere ich dann in der nächsten Session, die jetzt hier ist. Es sind wie gesagt ja zwei Aufnahmen. Ich habe zweimal eine halbe Stunde aufgenommen oder ein bisschen länger und dann ergibt es das Video hier. Ich weiß auch nicht. Aktuell, morgen ist ja dann Samstag hoffentlich. Ja, morgen ist Samstag. Da kommt ja dann der andere Zoo, wo ich Live-Gameplay mache und so. Und dann Sonntag denke ich mir nochmal was Gutes aus. Da habe ich auch wieder Bock drauf. Deswegen, ich weiß es nicht. Auf den Zoo hier habe ich auch Lust. Aber ich weiß nicht, ob ich aktuell die Frequenz so hoch halten kann. Dann müssen wir mal schauen. Und wenn ein Video ausfällt, ihr habt sehr, sehr viel Verständnis gehabt im Community-Tab. Also für die Leute, die sich gewundert haben, wo gestern die Folge war, im Community-Tab habe ich das geschrieben. Das sieht man, wenn man meinen Kanal abonniert. Ich weiß nämlich, und das ist noch so eine Sache, ich weiß, dass ungefähr 56% von neuen Leuten, die meine Videos schauen, keine Abonnenten sind. Das ist an für sich nicht schlimm, aber viele von euch sehen dann die Community-Sachen nicht im Community-Tab oder die Videos direkt. Ist aber interessant, dass viele keine Abonnenten sind, aber das Interessanteste ist, dass die Zahl der Abonnenten ja dann im Ende 40er Bereich ist. Jetzt, was hatte ich jetzt gesagt, 56% oder was das waren, dann sind 44% sind ja dann Abonnenten. Und das Coole ist ja, dass das schon relativ hoch ist. Viele der anderen YouTuber, die man so hört, die haben sehr viel niedrigere Zahlen. Also viele meiner Abonnenten sind tatsächlich meine Zuschauer. Oder viele meiner Zuschauer sind auch Abonnenten und das ist cool. So, und außerdem sind wir ja kurz davor, dass ich die 8800 Abonnenten, das klingt auch viel besser, 8800 Abonnenten-Knack quasi, wenn man das so sagen kann. Sagt man eigentlich knacken? Ich habe fast 8800 Abonnenten und das ist cool. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei sind. Finde ich nice. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Für mich, für euch, für allgemein. Ich finde das toll. Danke dafür, für jeden Einzelnen. Hier jetzt das Vivarien-Gebäude. Mal ein bisschen was anderes. Ich habe ein bisschen aus dem anderen Zoo gelernt, dass man die Fenster auch nicht, die kann man ja auch so gestalten, wie man möchte und ich finde, hier passt das ganz gut. Das Dach, da habe ich gar keine Ahnung, was ich gemacht habe. Nichts sah gut aus. Ich habe das Grid dann auch völlig kaputt gemacht. Weiß auch nicht, wie man das Grid dann wieder richtig macht. Also ich habe keine Ahnung. Raster auswählen, es ist alles krumm und schief und also hört auf, Leute, hört auf. Ich gehe jetzt mit dem Dach und ziehe das dann noch ein Stück dichter zusammen und dann sieht das so einigermaßen aus.
nicht perfekt. Aber es ist okay. Und auch hier, das in der Mitte. Und nein, es ist ein Vivarienhaus. Ich baue einen Baum daneben und dann sieht man das eh nicht mehr. Das ist mein Plan für das Gebäude. Aber es passt zum Stil. Und das ist ja auch der Stil, den ich jetzt fahren möchte hier. Das ist dieser afrikanische Stil. Und dann schauen wir mal, was der nächste Zoo wird. Der wird ja auf jeden Fall kommen. Aber jetzt erstmal hier ein bisschen Afrika. Erstmal ein bisschen Safari-Thema. Damit wir auch die Fahrgeschäfte benutzen können. Ich möchte ja gerne eine Safari-Tour machen. Und ich möchte gerne einen Bootstour machen. Das sind auf jeden Fall Fahrgeschäfte, die hier in den Zoo kommen. Und den Rest müssen wir mal schauen, ob das in einem anderen Projekt dann auch wieder mit dabei ist. Jetzt hatten wir die Dampflok letztes Mal, die ja dann, ja, wie soll man sagen, eher sehr spät, zu einem sehr späten Zeitpunkt in den Zug gekommen ist. Aber ja, das ist so das Ding, ne? Das ist so das Ding. So, ich möchte das Vivarienhaus hier irgendwo platzieren und da fällt mir auf, dass es alles krumm und schief ist. Deswegen müssen wir ein bisschen beglätten, das Ganze. Wir müssen den Weg wegmachen. Ich mache da auch noch den anderen Weg weg. Und das Personalgebäude, das richten wir dann erst später nochmal richtig ein. Ja, es wird halt auch nur eine Lehmhütte, so wie die anderen Sachen auch. Wenn das Vivarium dann hier steht, das Vivariengebäude, sieht das ganz nice aus. Das macht auch, dass viele Besucher hier rüberkommen möchten. Dann gucke ich mir erstmal an, welche Tiere wir nehmen sollen. Ich nehme natürlich wieder die Schnecken und ich nehme, glaube ich, ein... Ja, weiß ich gar nicht, was ist das nächste? Schnecken und diese Mistkäfer, diese Goliath-Käfer. Und die ziehen dann da ein und dann richte ich das Ding ein für die und dann... Sind wir auch schon auf der Zielgeraden, möchte ich fast behaupten, oder? Ja, tatsächlich. Sind schon sehr auf der Zielgeraden. Versuche hier die Fenster zuzumachen. Mach da im Hintergrund die 2D-Sachen. Ansonsten sind ein paar 3D-Sachen. Mach die Temperatur. Richte das Ganze nochmal ein bisschen gut ein für die. Und dann ist das Ding auch gegessen, würde ich sagen. Und dann hatte ich die dänische Tastatur. Und ja, 2 Vivarien. Spendenbox noch hin. 2 Stück. Und hier drin noch ein bisschen mit Pflanzen arbeiten. Mach das Ganze schön grün. Das ist mir auch nicht bewusst gewesen, dass das Gras kurz im Graslandgebiet sehr grün ist. Das macht eigentlich relativ viel Spaß. Finde ich auf jeden Fall gut. Bisschen Decoration. Ich kenne das ja mittlerweile. Nochmal 2, 3 Bäume hier überall platzieren. Und schon sieht das Ganze deutlich anders aus im Vergleich zum Anfang des Videos. Und das ist halt der Witz, dass man, während man so viel aufgenommen hat, dass man da auch ein bisschen Progress sieht. Ich hoffe trotzdem, dass es euch an dieser Stelle gefallen hat. Ach ja, jetzt sieht man hier, dass die rausschwimmen können. Dann ziehe ich es hoch und dann muss das Krokodil da rübergebracht werden. Die finden die Tickets günstig, fällt mir jetzt gerade so ein. Naja, regeln wir später. Die Farbe der Safari möchte ich noch ändern und so weiter und so fort. Hier lasse ich das Spiel jetzt ein bisschen laufen, damit ich ein paar Leute hier rüber kriegen kann. Und auch die Mitarbeiter zu meinem Shops sozusagen. Und jo, dann nähern wir uns jetzt mit großen Schritten dem Ende. Deswegen würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonnieren gerne. Ihr wisst ja, die 8800 sind auf dem Weg. Und dann würde ich sagen, habt auf jeden Fall nochmal einen schönen Tag. Und wenn wir uns vorher nicht sehen, sehen wir uns spätestens in der nächsten Woche wieder zu diesem Projekt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr morgen auch bei meinen anderen Videos vorbeischaut. Und gehabt euch wohl eine gute Nacht, guten Abend und was auch immer. Guten Tag, guten Morgen. Wann auch immer ihr das Video seht, so muss es heißen. Bis dahin, haut es mal rein. Tschüss, Leute.